Peperoncini ernten und die Nestik einmachen. Hallo und willkommen in Svens Topfgarten. Bei mir geht es um alles rund um Pflanzen. Abonniere doch meinen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Hier ist meine kleine Pflanze mit den wenigen Peperoncinis dran. Sie reichen jedoch, um ein paar Gläser reinzumachen. Die paar wenigen grünen Peperoncinis lasse ich noch dran. Vielleicht reifen sie ja noch nach. Und das ist die Ernte. Diese habe ich zuerst einmal gut gewaschen. Sie sollen ja möglichst sauber sein, wenn sie ins Glas kommen. Dann habe ich die Schüssel nochmal mit frischem Wasser gefüllt. Dazu kam etwa ein gehäufter Esslöffel Salz und ich habe das Ganze vermischt und die Schüssel beiseite gestellt. Anschließend habe ich die Peperoncini in Stücke geschnitten. Das nächste Mal würde ich die Stücke etwas kleiner machen, weshalb seht ihr später im Video. Diese Stücke habe ich dann ins Salzwasser getan. Dieses soll dem Peperoncini Wasser entziehen und machen, dass sie bissfester bleiben. Dann habe ich alles mit einem Teller beschwert, damit alles schön mit dem Salzwasser in Kontakt kommt. Nach 4 Stunden habe ich das Wasser abgegossen und die Peperoncinis beiseite gestellt. Als nächstes habe ich Senfkörner und Pfefferkörner in der Bratpfanne leicht geröstet. Nebenbei habe ich die Einmachgläser im Steamer bei 100 Grad für 20 Minuten sterilisiert. Und dann begonnen 3 Deziliter Wasser und 3 Deziliter Kräuteressig im Topf zu erwärmen. Man kann auch ganz normalen Essig nehmen. Hinzu kam noch ein gehäufter Esslöffel Zucker und ein halb voller Esslöffel mit Salz. Als alles bereit war, habe ich die heißen Gläser aus dem Steamer genommen. Dann habe ich die gerösteten Pfefferkörner und Senfkörner auf die Gläser verteilt. Anschließend noch das gleiche mit den Peperoncinis. Dann habe ich alles noch etwas runtergedrückt, weil nachher ist es zu heiß dafür. Und dann die kochende Wasser- und Essigmischung auf die Gläser verteilt. Wichtig ist, so viel wie möglich reinzufüllen. Und jetzt kommt es zum Nachteil der großen Peperoncini-Stücke. Weil sie so groß sind, bleibt sehr viel Luft im Innenring. Ich habe probiert, durch Schütteln einen Teil der Luft noch rauszubringen. Danach konnte ich wieder etwas Essigwasser nachfüllen. Deckel drauf und abkühlen lassen. Achtung, es ist noch sehr heiß. Die Gläser sollten jetzt mindestens 2 Wochen ruhen. Besser ist länger. Ich mische diese Peperoncini immer wieder zu anderen Gerichten dazu. Leider hat es dieses Jahr nicht so viel gegeben.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal in Svens Topfgarten.